So Freunde, willkommen zurück bei LAS. Ich bin euer Bombe und wir zocken heute Gothic, also den Playable Teaser von dem Remake. Und ich muss sagen, Leute, ich habe echt ein bisschen Angst vor diesem Video. Aber erstmal die Werbung von unserem Sponsor. So Freunde, bevor das eigentliche Video losgeht, kommen wir nochmal kurz zu AOEAH. Falls euch das stört, könnt ihr einfach 15 Sekunden weiterklicken. Aber AOEAH, sehr geile Seite für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket League oder Fortnite. Und mit dem Rabattcode BOMBAY erhaltet ihr 3% Rabatt. So Freunde, da bin ich dann auch schon wieder am Start. Ein herzliches Willkommen nochmal an alle. Wir werden also heute, wie ihr im Hintergrund unschwer erkennen könnt, den Playable Teaser von Gothic 1 Remake zocken, Leute. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor diesem Video und das meine ich ganz, ganz ehrlich. Gothic ist für mich eins der größten Rollenspiele, nach wie vor. Natürlich technisch nicht mehr auf dem Stand, brauchen wir nicht drüber reden. Grafisch gibt es auf jeden Fall bessere Spiele heutzutage. Aber atmosphärisch, inhaltlich, Gothic, das beste Rollenspiel, was ich jemals gekannt habe, Leute. Und ich habe Gothic unzählige Male durchgespielt, wirklich. Gothic 1 und Gothic 2. Gothic 3 war nicht mehr ganz so gut, aber die ersten beiden Teile waren ein Knaller. Ich weiß, dass das Remake sich mit dem ersten Teil befasst, aber den ersten Teil quasi komplett neu aufkrempelt. Ja, das heißt, die Geschichte irgendwie neu und anders auf deren Art und Weise erzählt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ein bisschen ängstlich, weil ich habe schon so von Problemen mit dem neuen Steuerungssystem gehört oder neuen Kampfsystem gehört. Und wir werden uns heute mal selber ein Bild davon machen. Ansonsten gehe ich komplett unvoreingenommen an diese Sache dran, Leute. Viel Spaß beim Video und wir drücken mal E to start. So, okay. Puh! Also die Vorgeschichte ist komplett gleich, ja. Also wir haben hier ganz genau das Minental, was eben von einer Barriere eingeschlossen ist, die aber genauso auf unbekannte Weise verkackt worden ist von den Magiern und deswegen sind die Magier mit eingeschlossen, Leute. Also genau die gleiche Vorgeschichte. Wir gehen hier ebenfalls mit einer Rolle für den Feuermagier, obwohl, das wurde jetzt gar nicht, glaube ich, gesagt, oder? Ist egal, wir gehen auf jeden Fall auch mit einer Scroll hier rein und spielen jetzt diesen Heini hier, der dem originalen, namenlosen Helden schon mal eine Ecke ähnlich sieht. Auch der ganze Austauschplatz ist viel, viel fanziger als früher. Früher war das einfach nur so zwei Schienen, die nach oben gegangen sind. Und da ist dann so eine Plattform hoch und runter gefahren. So, grafikmäßig, geht wohl klar, ne? Also ich würde es mir jetzt erstmal gerne im Hellen angucken, bevor ich hier irgendwelche Schlüsse ziehe. So, ja, es sieht für mich aber nicht so aus, als sollten wir hier viel Zeit verbringen. Deshalb gehen wir jetzt mal einfach hier runter. Und gehen weiter. Oh my God, what the hell? This place, some people's luck is worse than mine. You don't mind if I take this with me, do you? I need it more than you do at the moment. Oh, come on, my pretty. But what the hell? What are you? Okay, easy boy. Let's make it easy for both of us. Der sieht nicht aus, als würde er das easy machen wollen, Junge. Worst prison ever. Definitely. I have to get out of here as soon as I can. Da lass mich dir mal den Wind aus den Segeln nehmen, du wirst hier noch mehr Zeit verbringen, als du denkst. Oh, come on. Please, it can't be real. Then I'll be on my way. I won't be bothering. Okay, easy now. Der will immer noch eine diplomatische Lösung finden, ne? Ist klar, was sind wir jetzt? Snapper oder? Das sehen wir ja fast aus wie Drachensnapper. Ah, Combat, Kampfsystem. Jetzt bin ich gespannt. So, move the mouse to change your pose. Ah, okay. Press Linksklick to perform a fast attack. Fast Attacks use little stamina. Oh nein, es gibt Ausdauer. Also, das heißt, ich muss jetzt meine Stance achten hier. Ich muss jetzt darauf achten, wer mich angreift. Er greift mich an. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie genau ist dieses System? Also, schwarzer Bildschirm. Okay,
Okay, also, Ersteindruck, Kampfsystem, scheiße. Aber warten wir mal erstmal ab. You're still alive. Congratulations on surviving your first day. Good morning. I hope you slept well. By the way, we haven't been introduced. My name is Diego, and I'm the leader of the shadows in the old camp. Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, rookie. I'll give it back to you when we leave. It's red and carries a lacquered seal. It's a scroll intended for mages. What should I do with the scroll? In your place, I'd keep my mouth shut until I found one of the mages. But before we leave here, do you have any questions? Ja, nee, alles klar, Diego, hau rein, mein Bruder. Also, womit ich noch ein Riesenproblem hab, ist hier so weit hochzukommen, ne? So Stufen, wo in echt jeder Fatzke hochkommen würde. Hat unser namenloser Held hier große Schwierigkeit mit. Was ich auch sehr, sehr geil finde, Leute, dass die das genauso wie damals, wie im alten Gothic 1, so komisch runterreden, so verschweigen, wie sein Name ist. Oh Gott. Es ist einfach genauso kacke, die scheiß Fleischpflanzen zu treffen, Mann. Kann ich die überhaupt treffen? Naja, also ich glaube, ich kann sie nicht treffen. Dann lassen wir das sein, okay. Crush Meatbug, also einfach so. Haha, stark. Das ist schon mal geil. Wir gehen aber erstmal hier am Rand entlang. Aber Grafik ist okay. Also Grafik ist wirklich, wirklich gut. Wobei ich auch echt an dieser Stelle sagen muss, dass mir Grafik fast voll egal gewesen wäre. Solange die irgendwo zeitgemäß ist. Okay, hier gibt es auch noch einiges zu looten. Nice, nice. Irgend so ein Dulli spielt da Geige, oder? Ah, okay. Ja, hier kann ich schon mal hoch. Ja, okay, also das läuft noch nicht ganz so rund hier. Mit dem Klettern und so, das ist nicht so geil. So, wir haben hier eine Scroll. Ah, Scavenger, Rezept ist das. Pickup Statue, okay, wir haben eine Statue. So, wir gehen runter. Oh. It was at this moment he knew. He fucked up. Ah! Wir sterben vielleicht ein bisschen dabei. Dann gehen wir mal hier hin. Ori. You're the new guy who arrived last night, aren't you? I hope you're having a good time on your side of the door. Because you won't be able to get to the other side. What? Diego's orders. Until he returns, I can't open the door to you or anyone else. Are you sure there's no way I can get through the door? Maybe you can help me with a little problem. I had a horrible night. My head is about to explode with a hangover. So you could bring me something for the headache? If you bring me something really useful, maybe I'll let you in. Okay, also das ist der Ori. Und Ori will von uns einen starken Painkiller haben. So, wir sind jetzt gerade da hochgegangen. Jetzt gehen wir mal hier außen rum. So, hier ein paar Meatbugs crushen. Finde ich geil, dass man die jetzt so crushen kann. Ehrlich, das ist nice. Oh Gott. Oh fuck. So Leute, jetzt Kampfsystem. Ja, und jetzt wollen wir natürlich nicht, ob wir die nochmal versuchen, weil so oder so, ich habe ja Hits gemacht und vom Schaden ist das meiner Meinung nach abschätzbar, dass ich gegen drei Wölfe auf gar keinen Fall ankomme. Das Ding ist halt auch, Leute, ohne Scheiß, meine Ausdauer, ey, tut mir leid, die ist nach zwei, drei Schlägen ist die leer, ne?
scheiße. So, hier ist Diego. Er hat ein Ausrufezeichen. Mal gucken, was er uns sagen kann. Well, haven't you found the weapon yet? Hurry up, Rookie. I can't wait here all morning. Ach so, der wartet jetzt auf mich, dass ich ein Weapon hab. Ja, okay, gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Wer bist du denn? Caden. Also auch die Charaktere sind eben komplett neu, Leute. So, wir sprechen mal mit Caden. Oh. Hello. I'm Caden, guard of the exchange zone. What kind of problems do you have that are so urgent? Two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. Okay, let's be clear. If I help you, what can you give me in return? What are you looking for? Or what do you need? Well, a decent sword would do me good. Oh, I understand. Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saras and Beric? They've gone to the woods near the bridge, I think. Okay. Also der, weiß nicht, Rufus und Berigard oder so, Heribert, die haben wohl da irgendwie den Anhänger, das Amulett von dem gestohlen und das möchte er jetzt natürlich wieder haben, Leute. Und wer, wenn nicht wir, soll dieses Amulett dann zurückholen? Oh, da wird gekämpft. I'm sorry, Beric. It's the best for everyone. You. Caden sends you to kill me, right? Freaking bastard. What? Junge, ich kann nicht mal zwei Scavenger töten. If you or your opponent completely run out of stamina, you will be punished by a penalty of a few seconds before your stamina begins to recover. Junge, wenn ich diesen Satz lese, ne? Wenn du oder dein Gegner komplett die Ausdauer leer habt. You will be punished by a penalty of a few seconds before your stamina begins to recover. Was ist das denn? Bin ich hier beim Eishockey, wo ich dann erstmal eine Penalty-Strafe krieg von 2 Minuten oder was? 2 Minuten Strafe, übertriebene Härte. Das machen wir nochmal mit dem passenden Tool. 2 Minuten Strafe, übertriebene Härte. Also man muss das Parryen dann auch noch richtig timen. Also nicht dann, wann er das anzeigt, wann der rote Pfeil blinkt, sondern dann, wenn der Schlag kommt. Offensichtlich, der ist ein bisschen verwirrt, der Sarus. Der ist gerade nicht bei Sinnen. Okay, also das scheint jetzt ein Bug zu sein, wie man es eben vom Gothic kennt. Also das volle Gothic-Feeling. Nope. No. Please. Finish him. Hoher Stock. Ah, okay. Beric's Logbook und Beric's Key. Ja, Leute, gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Beric's Logbook. Pendant. Ah, Treppe hoch, runter. Ja, das ist eine präzise Karte. Kartografie at its best, Freunde. Also, Pendant, Treppe hoch, runter, alles klar. So, okay. Ach, hier. This big golden Belia sign. Die auch da zu sehen. Ah, hier stand doch die Truhe. Hier stand die Truhe, genau. Geil. Ja, da ist das Pendant. Okay, Pickaxe, geil. So, das heißt, wir nehmen alles mit. Dann gehen wir wieder zu dem Caden. Genau, Caden. Hey, Caden, I'm back. Here it is. It wasn't easy to get back. Good boy. Did you have problems with Saras and Bedig? When I arrived, Beric was already dead, and Saras attacked me. I had no choice but to kill him. Here, take Rufus's sword. Geil. So, Diego, Junge. Ich hab meine Waffe. Not bad, right? If it's all right with you, let's go to the old camp. All right, let's go. Great, follow me. Bloodwyn, der Notensohn. Oh, hi, Bloodwyn. So it's my turn to control the north access to the exchange zone. And who the hell is this? I hope this one at least knows how to hold a sword. I can defend myself better than you think. Trust me. Anyway, are we going to the old camp now?
No, Diego, I can't leave yet. I need snapper meat. And a wolf tusk, that's all. Well, I think you got a mission, rookie. Wait, what? Ja, also der Bloodwind, der eigentlich ein richtigen Hurenboy ist, der möchte jetzt von uns, vom Snapper, das Meat möchte er haben. Und jetzt sagt er mir, oben an dem Watchtower soll Snapper sein. Ja, dann gehen wir mal hoch, ne? Aha, so. Alles klar. Mal gucken, ob ich gegen einen Snapper klarkomme. Eine Minute, 37 Sekunden später. Also ich find's wirklich, wirklich scheiße. Okay, das könnte eine funktionierende Taktik sein. Auf Abstand halten und dann nur mit diesen Stichen agieren. Also so könnte das was werden. Dauert halt eben nur 45 Minuten der Kampf. Nice! Wir haben ihn down. Aber Spaß gemacht hat er nicht. Wow, you're back. And in one piece. I wasn't expecting this. It's been a very easy mission. I told you, this guy has what it takes to do the job. Good job for a rookie. Now I need you to go up to the watchtower and extinguish the beacon. And where's the watchtower? It's at the top, near where Bloodwind saw the snapper. Once you're there, you can use this key to open the door. Alright, I'm on it. Aha, okay. Also jetzt müssen wir nochmal da hoch, wo wir gerade den Snapper gebumst haben. Und da die Tür müssen wir dann aufmachen. Und da muss ich ein Lauffeuer? Heißen die Lauffeuer? Oder Leuchtfeuer? Diese Lagerfeuer, mit dem man sich früher verständigt hat, Leute. Ihr wisst ja, was ich meine. Und das müssen wir entzünden, damit der Bloodwind endlich die Tür aufmachen kann. So, da ist das Feuer. Ah, hier kann ich ein bisschen was looten. Guck mal hier. Empty Bottle. Ja. Immerhin Pfand, ne? Manche Leute leben davon. So. Beacon. Use Beacon. Also Warnlicht, ja. Ach so, okay. Wir mussten das ausmachen. Gut, es hat ja gebrannt. Wir mussten es also ausmachen, um zu zeigen, okay, keine Gefahr ist mehr da. Bloodwind, Tag der offenen Tür. Diego hat sich die Mühe gemacht, mir entgegenzukommen. Was will er? Ah, okay. Das war also die Demo. Die Demo. Dann sind wir wohl jetzt raus. Ja, Leute, wir sind mit der Demo von Gothic, dem Playable Teaser, sind wir durch. Also mit dem Playable Teaser sind wir an dieser Stelle durch. Ich werde ein zweites Video zu diesem Thema machen, wo ich nochmal ganz detailliert auf Kritik eingehen werde, Leute. Hier war erstmal nur so, ich sag mal, in Anführungsstrichen, das Let's Play. War eigentlich schon ganz geil und vielversprechend, aber einige Kritikpunkte gibt es, wie zum Beispiel das Kampfsystem. Kommen wir im zweiten Video zu, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im zweiten Video dazu oder ansonsten auf Lucky and Stoned und Lucky and Spawn, Freunde. Haut rein!